Yes, well, welcome to my talk, and I hope you don't mind that I will do my talk in German from now on. You won't like to hear me talking more English, I think. If you have a chance to read the link, there is a St. Mark Passion handout, and that is some kind of paper. It's not a handout, it's a paper. And that's an English version of text I might have been telling you. So, nun fahre ich auf Deutsch fort und wie gesagt, ich habe eben ein Editionsprojekt zur Marx-Passion gemacht, verwaltet, erstellt. Hier unten sehen wir schon ein paar Noten, die im Klavierauszug dann erschienen sind. Ich möchte, wir können da oben so ein bisschen sehen, was passieren wird. Ich will ein paar Worte zur Markus-Passion selber erzählen, denn die Markus-Passion, dazu gibt es in der Geschichte, fangen gleich damit an, der Notentext der Markus-Passion ist verschollen. Nachdem ich die Historie etwas abgearbeitet habe, in ein paar Worten werde ich was dazu sagen, wie ich das Ganze umgesetzt habe. Dafür braucht man in Lillikon so eine Art Vorlagensystem und danach einige Worte zum Layout verlieren und ich hoffe, dass ich ein paar Sätze zu meinem kleinen Baby Edition Engraver sagen kann. Ja, zur Geschichte. Der Notentext der Markus-Passion, der ist leider verschollen. Aber das Libretto von Kramer ist eben erhalten geblieben, tatsächlich in zwei Varianten. Man weiß, in der Nachforschung ist es ziemlich sicher, dass der Eingangs- und Schlusschor aus dieser Kantate der sogenannten Trauerode, Ode, Lass Fürsten, dein Strahl, dass das daraus stammt. Aber sehr viele Teile, bei vielen Teilen weiß man einfach gar nicht, welche Musik hat Bach verwendet. Welche hat er parodiert? Denn das war häufig sein Verfahren, gerade später in den Jahren, dass er alte Kompositionen von sich wiederverwendet ist. Und man vermutet, dass er auch bei der Markus-Passion diese Technik angewendet hat. Und so gab es zahlreiche Rekonstruktionsversuche. Es wurde eben häufig, also einige Versuche verwenden die Musik aus der Matthäus-Passion. Es ist auch eine Passion, das passt natürlich. Dann gibt es viele, die gibt es einige, nicht viele, es gibt einige, die haben Kompositionen von Zeitgenossen wie Reinhard Kaiser verwendet. Das ist gar nicht so abwegig. Es ist belegt, dass, dass Bach die Markus-Passion von Reinhard Kaiser selber aufgeführt hat. Das heißt, es liegt durchaus nahe. Andere haben in ihrer Rekonstruktion Neukompositionen entweder im Stil von Bach verfasst oder sie haben eben ganz neue Kompositionen, also neue Musik zusammengestellt und daraus ein ganz neues Werk letztlich erschaffen. Nun ist es so, dass diese Fassung Andreas Fischer von der Hauptkirche St. Katharinen in Hamburg, dem hat das alles nicht so zugesagt. Er wünschte sich eine Markus-Passion, die wirklich Bach ist, eine echte Markus-Passion, eine echte Bach-Passion ist und dabei eben keine verkleinerte Matthäus-Passion ist, denn dafür haben wir die Matthäus-Passion. Er wollte eine Rekonstruktion, die an der Stelle eben, die eben keine verkleinerte Matthäus-Passion hatte. So hat er im Parodieverfahren, er ist das Bachwerke-Verzeichnis durchgegangen und hat nach Werken gesucht, die auf diesen, auf den Text in dem Libretto von Kander, was einfach passt, so dass er an dieser Stelle der passende Musik, wo man sagt, vermuten kann, das könnte auch Bach schon als Parodievorlage genommen haben. Er hat natürlich dabei nicht den Anspruch gehabt, dass das wirklich der Wahrheit letzter Schluss ist, aber er hat versucht, sich dem anzunähern und hat auf diese Weise im Parodieverfahren eben eine Rekonstruktion gemacht und als letzten Satz zu dieser Geschichte dieser Passion. Es gibt zwei Varianten, wie gesagt, von dem Libretto von Picander und er stützte sich dabei auf das zweite von 1744 und nicht auf das von 1731, denn in diesem zweiten sind zwei Arien mehr vorhanden. Wir haben Accompagnato-Rezitative und zwei Arien mehr.
Ich habe hier aus Spaß die Wikipedia-Links als QR-Codes eingebracht zu diesem Werk. Wer dazu noch mehr wissen möchte, ist das vielleicht ein kleiner Startpunkt. Es ist Wikipedia, das ist in akademischen Kreisen sicherlich nicht so angesehen, aber gut. Zu dem Werk selber. Die Passion ist eben ein Werk in zwei Teilen. Es gibt einen Teil vor der Predigt und einen Teil nach der Predigt, jeweils in 23 nummerierten Sätzen, die wiederum einzeln unterteilt sind in Abschnitte A, B, C. Was haben wir da am Ende? Wir haben einen Eingangs- und Schlusschor. Wir haben 16 Choräle, 12 Torbachöre, 8 Arien und dann eben eine ganze Menge Secco- und Accompagnato-Rezitative. Für mich begann dieses Projekt eben damit, dass Andreas Fischer mich beauftragte, ihm Aufführungsmaterialien für seine Fassung, seine Rekonstruktion zu erstellen. Und das habe ich tatsächlich getan mit Lilliput. Und dann kam es zu einer Aufführung am Karfreitag 2015 und nach dieser Aufführung sagte er, das möchte ich gerne veröffentlichen. Und dann, da ich bekannt bin, da ich guten Kontakt zum Autos-Verlag habe, für den sagte ich dann, habe ich den Kontakt hergestellt, dass wir das veröffentlichen können. So gab es 2016 eben die Partitur, wurde veröffentlicht mit den Stimmauszügen und einem Chorauszug und 2017 kam dann der Klavierauszug hinterher. Jetzt müssen diese Sachen erstmal erfasst werden, diese ganzen Noten. Dazu hat Andreas Fischer eben zuerst die Parodievorlagen ausgewählt und nun, an dieser Stelle war ich noch nicht aktiv, war eine fleißige Seele dabei in der Katharinengemeinde und hat diese Sachen alle in einem Programm digital erfasst und mir dann MusicXML hat zukommen lassen. Dann habe ich MusicXML to Live verwendet, um daraus Lilliput-Code zu machen. Der nächste Schritt war, mir das so zu organisieren, darauf komme ich gleich noch, dass es für mein Template-System funktioniert. Ich möchte jetzt erst kurz zeigen, das wurde nun heute schon oft gezeigt, deshalb versuche ich es schnell zu machen, wie man in Lilliput sowas machen kann. Das heißt, man hat Variablen, ich habe hier die globalen Informationen, das heißt die Tonart, Taktart und noch mehr. Ich kann die einzelnen Instrumente, ich habe hier als Beispiel nur die erste Violin und das Continuo eingegeben und habe in diesen Variablen sind eben diese globalen Informationen nicht enthalten, sondern der reine Notentext. Das Ganze füge ich zusammen, auch das wurde, glaube ich, heute schon hinreichend gezeigt, wie das funktioniert. Ich möchte mich insofern entschuldigen, ich habe, wenn ich hier solche Lilliput-Banalitäten zeige, ich habe schon gesehen, das Publikum ist an dieser Stelle sehr auffassungsfähig. ja, so, wenn ich das umsetze, dann habe ich hier eine hübsche Note und kann die verwenden. Dabei gibt es Probleme erstmal, wenn ich dieser Text, den ich dafür erzeugen muss, der ist ja redundant, das schreit danach, dass ich irgendwie einen anderen Mechanismus habe, um das zu erzeugen, um am Ende die Partitur zu erzeugen. Was auch schwierig ist, wir haben ja nun gesehen, das sind insgesamt 46 nummerierte Sätze, die dann auch noch unterteilt sind in unterschiedliche Abschnitte A, B, C, da am Ende. Wie benenne ich die Variablen, um das auseinanderzuhalten? Es gibt oder gab, ich weiß nicht wie aktiv das noch ist, ein System Orchestro Lilli, das sich damit durchaus schon beschäftigt hat. Trotzdem die Schwierigkeit, wir wollen am Ende ein System haben, das es uns möglichst einfach macht, die Partitur, die Stimmauszüge, die Vokalauszüge und so weiter, dass man das alles aus einer Quelle macht. Wir haben die Noten eingegeben und wenn ich einen Ton, der falsch erfasst wurde, korrigiere, dann möchte ich das nur einmal an einer Stelle tun. Und was ich mir von diesem System noch gewünscht habe, ist, dass es transponierende Instrumente, wir haben die Oboe d'Amore, wir haben die Oboe da Caccia hier mit in der Instrumentierung
und dass die Verwaltung von Stichnoten möglichst einfach geht. Dafür hat Lilliput ja schon ein sehr schönes System. Man muss aber Sachen benennen. Man muss sagen, wie, mit welchem Namen greife ich auf diese Stichnoten zu. Und das habe ich tatsächlich dann noch automatisieren wollen und vereinfachen wollen. Ich habe eben schon von Orchestra Lilly gesprochen. Es war Reinhold Kainhofer, der das vor etwa 10 Jahren veröffentlicht hat. Wie aktiv er da jetzt letztlich noch ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat mir das durchaus einige Ideen geliefert. Ich habe dann 2014 einen Artikel auf dem Lilliput Blog geschrieben mit dem Titel Trees, Music and Lilliput. Und warum ich das getan habe, Trees. Ich fange mit den Bäumen an. Wenn man einen Baum hat, dann ist es relativ einfach, einzelne Knoten in diesem Baum zu benennen. Wir haben die Knoten alle benannt, das ist ein sehr einfaches Beispiel. Und ich habe jetzt einen Pfad A, B, C und damit ist dieser Knoten eindeutig identifiziert, genauso hier oben B, A, B. Das ist eindeutig identifiziert. Das genau das gleiche kann ich natürlich machen, indem ich anfange und die unterschiedlichen Sätze in diesen Baum einhänge. Das heißt, ich könnte sich jetzt vorstellen, dass neben dem BWV vielleicht noch, wir sind in Salzburg, hier ein KV stehen würde und darunter eine Reihe von Sätzen hängen würde. Wenn ich nun einen Pfad angebe, BWV 247.01, ist eindeutig der erste Satz der Markuspassion identifiziert, adressiert, wie auch immer man es benennen möchte. Und genauso kann ich dann eben dieser Baum, man stelle sich nun vor, das hätte nur nicht auf die Folie gepasst, dieser Baum hinge an dieser Stelle. Nun habe ich hier auch noch die Instrumente, die vorkommen, in etwas vereinfachter Form. Wenn ich diesen Pfad verlängere und Bläser, Flöte 2 anhänge, dann habe ich eindeutig die zweite Flöte im ersten Satz der Markuspassion adressiert. Das ist, ja. Nun habe ich ein System entwickelt. Ich habe ihm den komischen Namen Laleli gegeben. Das war damals eine Idee, weil es so ähnlich wie LaTeX kommen da Makros drin vor. Ob das sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Ich habe es so genannt. Und wenn man jemand einen Namen gegeben hat, dann bleibt es dabei. Ich versuche das hier jetzt schnell durchzugehen. Wir haben also einen aktuellen Pfad. Man könnte es auch als Es sieht so aus wie ein Verzeichnispfad und genau so benenne ich es auch manchmal. Und ich möchte jetzt, hier ist wieder Lilliput-Code, ich habe die Funktion PutMusic in der Hand, habe hier die Noten der ersten Flöte, ich weiche ab vom Beispiel von eben, eingeben. Entsprechend habe ich einen Befehl, um genau diese Noten in den Baum einzuhängen. Genauso fahre ich fort, bis ich alle Instrumente für diesen Satz eingegeben habe. Ich habe, man beachte vorher, dies hier als Arbeitsverzeichnis gewissermaßen gewählt. Dieses Arbeitsverzeichnis, das steht fest und alle Funktionen, die ich da, alles was ich danach, alle Operationen, alles was ich danach mache, passiert in diesem Verzeichnis. Das heißt, ich hänge für die Bläser, der ersten Flöte, im ersten Satz eben diese Noten ein. Das gleiche tue ich für die Metainformationen zu diesem Stück. Ich nenne, andere Leute nennen, sprechen von globalen Informationen. Ich habe mich vor langer Zeit und mich daran gewöhnt, es Meta zu nennen. Darüber kann man streiten, ob das sinnvoll ist. Ja. Ich habe nun diese Sachen strukturiert eingegeben. Ich habe jetzt einen großen Baum mit unheimlich vielen musikalischen Informationen. Die ganzen Noten hängen in diesem Baum. Jetzt kommen wir zu den Templates. Ein Template ist erstmal einfach nur eine Lilliput-Funktion. Diese Funktion wird wie ein Programm in einem Arbeitsverzeichnis aufgerufen. Und es weiß an dieser Stelle, wie komme ich an
meine Metainformationen, an diese globalen Informationen und es weiß, wie es an seine Funktionen kommt, die es braucht, diese spezielle. Und als Beispiel habe ich hier das Vokal-Template, denn da braucht man ja nicht nur die Noten, da braucht man ja auch die Lyrics. Und das heißt, ich suche hier Get Music Music, also die Melodie, die an dieser Stelle verwendet würde, und ich sage hier, ich hänge dazu die Lyrics, den Text mit Get Music Lyrics. Und ich habe das hier etwas anders benannt, damit klar ist, diese globalen Metainformationen, die können im aktuellen oder in einem übergeordneten Verzeichnis hängen. Wenn ich nun so ein Programm habe, so eine Funktion habe, in diesem Fall eben so ein Template habe, dann kann ich das aufrufen nacheinander, kann ich ein Gruppentemplate wieder schaffen, das ruft untergeordnet erst für den Sopran, für den Alttenor und für den Bass diese Noten auf, diese Funktion auf, um eben für jede Stimme einzeln, das heißt, es wird Code wiederverwendet, das ist für Programmierer immer schön, und es wird am Ende habe ich ein System für den gesamten Chor. Das kann ich natürlich fortführen, kann ein Gruppentemplate machen, was mir die einzelnen Gruppen, die vorkommen in der Partitur, am Ende zusammenfügt. Und ich kann mich in den Einzelnen, wenn ich jetzt ein Template habe, was sich um die Oboe d'Amore oder die Oboe da Capture kümmern muss, dann habe ich ein transponierendes Instrument. Was ich tatsächlich immer mache, ist die Noten in Konzertstimmung zu erfassen und dem Template sage, Achtung, dies ist aber ein transponierendes Instrument. Wir haben hier die Oboe d'Amore, das soll anders aussehen. Wenn ich nun diese Templates, die letztlich auch hierarchisch aufgebaut sind, sodass wir an der Wurzel am Ende, man könnte es das Mutter-Template nennen, haben, dann kann ich am Ende eine Partitur erstellen. Und in dieser Partitur werden nun die unterschiedlichen Gruppen, wir haben hier die Bläsergruppe, wir haben hier die Streichergruppe, die Gampen und eben den Chor. Das ist ein Ausschnitt aus dem ersten Satz, wo der Chor anfängt. Die werden rekursiv, werden diese einzelnen Templates aufgerufen, um am Ende diese Partitur zusammenzustellen. Wir haben hier ein transponierendes Instrument. Hier ist die Oboe d'Amore. Dafür wäre es gut gewesen, den Anfang zu legen, dann würden die Instrumente davor stehen. Hier haben wir die Oboe d'Amore. Das Template kümmert sich darum, dass dies das transponierende Instrument ist. Wenn wir jetzt nun sagen würden an dieser Stelle, das wäre sicherlich für diese Musik nicht sinnvoll, aber gedacht den Fall, es soll die Oboe da Capture spielen, dann ist das nur eine Umstellung, eine Einstellung an dieser Stelle. Wenn wir nun die Partitur haben, dann brauchen wir die Stimmauszüge. Die Stimmauszüge, die arbeiten auch so, dass sie an dieser Stelle setze ich eine andere Zusammenstellung der Templates voraus. Das heißt, ich lege vorher fest, ich brauche jetzt keine ganze Partitur, sondern ich brauche für diesen Stimmauszug nur die Violine 2 und für den da unten nur die Oboe d'Amore 1. Das Ganze ist durch diese Pfade eindeutig benannt. Und wir können jetzt Sachen zitieren. Das heißt, wir haben hier oben, an dieser Stelle wird aus der Violine tatsächlich zitiert, aus der Violine 2. Und hier werden die Stichnoten automatisiert, transponiert, dargestellt. Und damit das möglichst einfach geht, habe ich mir eben, man kann, wie wir gesehen haben, Sachen zuordnen, ordne ich dieser Oboe 1 einen neuen Laufzug gewissermaßen. Ich habe gesagt, ich hole mir die Musik, die hier drin steckt, und vereine sie mit einer Tour, wo die Stichnoten drin stecken. Das sieht jetzt so natürlich aus, dass man am Ende furchtbar viele Skip Notes, furchtbar viele solche Sachen
produzieren muss, damit das am Ende passt. Dafür habe ich mir Hilfsfunktionen eingebaut, um das zu vereinfachen. Das lasse ich hier aber allerdings aus, denn dann komme ich mit der Zeit gar nicht hin. ja, am Ende wird eben diese Benennung, die man für Lillipont am Ende braucht, ich sage, ich möchte diese Sache quotieren, ich möchte die als Stichnote einfügen. Das wird eben an dieser Stelle automatisiert. Jetzt möchte ich noch mal kurz ein paar Beispiele bringen, was eben gemacht werden muss, um unterschiedliche Ausgaben zu erstellen. Wir haben eben zum Beispiel am Anfang diesen Chorauszug gemacht. Es war so, dass schon 2016 damit Aufführungen passieren sollten und dafür brauchte der Chor, wir hätten uns da schon den Klavierauszug gewünscht, wir hatten ihn nicht. So, der musste noch erstellt werden und insofern haben wir einen Chorauszug erstellt, was auf diese Weise relativ schnell ging. Und wir haben hier, lässt sich dann sehr einfach mit Hilfe dieser Pfadangaben umsetzen, was an dieser Stelle ein Tenorsystem ist und der Evangelist zitiert wird mit diesem Text. Und prompt weiß der Chor, mit welchem Ton er einen anfangen muss. Denn hier ist das Cis, das ist doch relativ einfach umzusetzen. jetzt noch als Beispiel zwei Arien, einfach um zu zeigen, wie die unterschiedlichen Zusammenstellungen sind. Wir haben hier eben die Oboe da Caccia Solo. Wir haben am Ende in der Zusammenstellung dadurch, dass eben diese zweite Variante von dem, diese Arie kam dazu, deshalb ist sie mit F-Plus bezeichnet. Diese Arie ist ein Teil von dem 12. Satz, der insofern aus Arien, Chören und Chorälen, nee, Choräle nicht, aber er besteht aus Rezitativen, Chören und eben diese Arie und die ist als dieses F-Plus eingefügt. An dieser Stelle wieder die Oboe da Caccia und zwei Gamben, während in dieser Arie tatsächlich die Flöte und die Oboe d'Amor und die Streicher zusammen agieren. Als nächstes noch als kurzes Beispiel, wir haben Rezitative, wir haben Accompagnato-Rezitative an dieser Stelle, der Evangelist spricht, danach kommt Jesus und der wird natürlich begleitet vom himmlischen Geigenklang. Und dann haben wir, was natürlich in solchen Passionen immer passiert, da wird eine Geschichte erzählt, wir haben unterschiedliche Beteiligte und die sind entsprechend auf hier auf diese drei Systeme gesetzt. Was ich versäumt habe, ist, gut wäre gewesen, hier vielleicht noch eine Folie einzufügen, der zu zeigen ist, es geht auch sehr einfach, dass man das alles auf einem System dann entsprechend mit den entsprechenden Schlüsseln darzustellen kann. Jetzt komme ich zum Layout dazu und erstmal ein paar Worte dazu, was wir in Lillipont haben. Wir haben eben für die Umbrüche, für den Break und den Page Break Befehl. Es gibt auch noch diesen Page Turn Befehl, womit man Sachen tatsächlich, wir wollen an dieser Stelle umblättern. Dann haben wir den Override, den Set Befehl und den Shape Befehl. Das will ich jetzt gar nicht so lange machen, denn ich habe den Eindruck, das ist bekannt. Was mich daran gestört habe, hier ein ganz einfaches Beispiel, es ist vielleicht kein besonders gutes Beispiel, aber es ist, was ich hieran zeigen möchte. Wir haben hier, sieht man, wir haben wenig Noten und ich füge in diesen Notentext diese Veränderung ein, damit ich statt dieses Balkens diesen Balken habe. Ob das jetzt tatsächlich in diesem Fall sinnvoll ist, sei dahingestellt. Wenn ich Veränderungen machen möchte, hätte ich auch ein Beispiel machen können, wie man einen Bogen verändert mit dem Shape-Befehl. Das Entscheidende, was ich an dieser Stelle zeigen möchte, ist, wir haben hier den Notentext und dann eben einen sehr langen Befehl, um etwas zu verändern oder irgendwie was zu ändern. Jetzt kann man für unterschiedliche Ausgaben natürlich mit Tags arbeiten
Das würde das Ganze noch verlängern. Das heißt, ich habe hier einen bei diesem Ausdruck mit einem Tag für den Klavierauszug und einmal für die gesamte Partitur. Es wird am Ende eine Menge Text, der im Notentext ist. Und damit sind zwei Sorten von Informationen vermengt. Wir haben die Musikinformationen, die Noten und wir haben Layoutinformationen. Deshalb ist der Edition Engraver entstanden. Letztlich, lustigerweise, ich hatte diese Idee, ich möchte da irgendwie was machen. Und in der Zeit kam von Kieran McMillan eine E-Mail über die Liste rein. Und dann habe ich ihm geantwortet, ich habe da was, das könnte passen für dich. Und das Ergebnis war, dass ich dann im Dialog mit ihm diesen Edition Engraver entwickelt habe. Die Idee dabei ist, dass eine Änderung, so ein Override oder ein Set oder eben auch ein Break, wird eingefügt mit drei Informationen, und zwar außerhalb des Notentextes. Das heißt, es gibt erstmal so ein Ziel, eine Edition, ein Ausgabeziel, das ich vorher definiere. Das nächste ist der Zeitpunkt, wann soll das passieren, das gebe ich an als Takt plus Moment. Und das dritte ist der Kontext. Und was ein Kontext in Lillipont ist, ist, glaube ich, auch bekannt. Also das heißt, für die Stimme, für das System, den Staff oder auch die Staff Group oder eben am Ende die Voice. All die Befehle, die man an der Stelle eingeben kann, die wir eben schon gesehen haben, kann man an dieser Stelle einfügen und platzieren, außerhalb des eigentlichen Notentextes platzieren. Und jetzt kann ich Edition aktivieren oder eben nicht. Und wenn die Edition aktiv ist, dann wird die Änderung ausgeführt. Wenn die Edition nicht aktiv ist, dann eben nicht. Das Ganze passiert zum angegebenen Zeitpunkt im Musikstück. Also nicht um 12.30 Uhr, sondern eben im 23. Takt auf der dritten Achte oder was auch immer. Und diese Änderung wird eben im angegebenen Kontext durchgeführt. Das heißt, ich sage, ich möchte in der ersten Stimme, die in der Oboe d'Amour passiert, möchte ich zum Beispiel einen Bogen verändern, der gefällt mir nicht. Oder ich möchte ein Vorzeichen verschieben, weil das doch kollidiert, trotz all der schönen Layout-Funktionen, die Lillipont hat. Das Ganze sieht als Befehl dann so aus. Ich habe eben diesen Befehl, Namen sind Schall und Rauch. Ich habe hier diesen Befehl Edition Mod genannt, einfach. Es gibt ein Ziel, was ich erreichen möchte. Es gibt den Takt, es gibt den Moment in diesem Takt. Es gibt dann eben dieses Systemziel. Mir ist nichts Besseres eingefallen als praktisch der Kontext, den ich ansprechen möchte, der Lillipont Kontext. Und dahinter kommt die Modifikation. Das heißt, wenn wir als Beispiel zum Beispiel eine Silbenverschiebung vornehmen möchten, dann füge ich ein, ich bin hier im Klavierauszug, ich möchte den ersten Takt, die ersten Halbe, da ist diese Silbe, die da vorkommt an dieser Stelle, die möchte ich eher linksbündig machen. Das sieht dann Self-Alignment X und minus Dot 8. Da haben wir das eher linksbündig angeschaut. Tatsächlich ist es so, weshalb ich dieses Beispiel auch gewählt habe, dass diese Modifikation von Silben, dass die einen sehr großen Teil der ganzen Arbeit, dieser Layout-Arbeit angenommen hat, in so einer Passion. Es wird ja doch ziemlich viel gesungen, ja? Das heißt, wir haben eine Menge Singtext da und das hat sehr viel Raum eingenommen und führt am Ende dazu, dass man am Ende ganze Seiten einsparen kann, tatsächlich, und ein deutlich besseres Bild hat. Das andere, was eben auch eine wichtige Veränderung sind, eben die Umbrüche. Das eine sind die Umbrüche zeilenweise, entsprechend genauso würde es funktionieren mit einem Page Break, mit dem man genau steuern kann, wann breche ich um, wann. Und diese Information, die wird dem globalen Score-Kontext zugefügt. Wie ich schon sagte, das sieht natürlich erstmal
auch wieder nach viel Text aus, den man da eingeben muss. Edition Mod und dann die Edition und die Dinge. Das Ganze lässt sich verkürzen. Es gibt hier diese Hilfsfunktion, die habe ich an dieser Stelle Mod List genannt. Mit dieser Hilfsfunktion kann ich eben an einer bestimmten Stelle die Grades an die Takte 5, 9, 13 und 15 verteilen. Und das Ganze nur in der Partitur an dieser Stelle. Und wenn es für den Klavierauszug sein soll, dann gebe ich das entsprechend mit Klavierauszug an. Dann kann ich das an dieser Stelle vermerken. Und je nach Ausgabedatei die Edition aktivieren, die ich brauche. Ich möchte jetzt noch als kurzes Beispiel zeigen, was eben diese Veränderungen von den Silben ausmachen. Ich glaube fast, ich habe hier etwas zu viel des Guten getan, aber man hat gesehen am Anfang, diese halbe Note, die ist nicht ideal gesetzt. Also hier ist der rhythmische Zusammenhang nicht klar. Deshalb habe ich gedacht, wenn wir diese Silbe hier eher linksbündig anordnen, dann eben, wie man hier sehen kann, dann ist die Note deutlich besser platziert und kann es sein, dass diese Änderung, die habe ich tatsächlich aus der Partitur übernommen. Allerdings habe ich dieses Beispiel auf die Folie angepasst und daher kommt es wahrscheinlich, dass ich hier vielleicht auch etwas zu viel des Guten getan habe und man das etwas anders hätte auslegen können. Aber ich denke, das Prinzip wird darüber klar. Und genau all diese Informationen, die lassen sich eben extra, verwalten. Ja, nun möchte ich als Abschluss noch das Verlagslayout besprechen. Nun hatte ich es ja mit einem Verlag zu tun. Am Ende sollen diese dazu nur ein paar Worte, ich werde das jetzt nicht im Ganzen erläutern, aber dem Verlag gefiel tatsächlich der Emmentaler Fond nicht, der ist ihm zu schwer. Vor allen Dingen interessanterweise der Violinschlüssel, der ist so geschwungen. Das ist so. Ich weiß nicht, wie bekannt das hier ist, wir sind hier in Österreich, aber er kommt ja aus Ostdeutschland und sprach von Pittiplatsch. Nun, es gibt aber zum Glück schon seit einiger Zeit diese mehr Notenfonds, die man einsetzen kann. Ich habe an dieser Stelle eben Gonville eingesetzt, der ein deutlich leichteres Bild erzeugt an dieser Stelle und dann damit dem Verlagslayout entspricht. Dann der Textfont, der verwendet wurde, ist eben von dieser Agfa-Rotes-Font, ja, das ist halt der Font. Ganz kurz noch, wie das Papierformat und die Partitur. Er sprach mit mir immer über den Namen und irgendwie habe ich meine Notiz, wie dieses Format eigentlich heißt. Ich meine, dass das irgendein Quartformat ist. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Deshalb habe ich hier nur tatsächlich diese Zentimeterangabe gegeben. Gut, das ist eine einfache Sache, um die Noten zu erstellen. Und das, was ich noch sehr interessant fand, es gibt natürlich noch viel mehr dazu sagen, aber die Generalbassbezifferung. Das heißt, da gab es den großen Wunsch, die Symbole etwas anders zu gestalten. Und dafür habe ich eben entsprechend diese Markups produziert, diese kleinen Grafiken produziert, sodass besonders für diese Plus-Bezeichnungen in der Generalbassbezifferung, dass die automatisch erscheinen, wenn dann eben eine 7 Plus oder 6, 5 Plus, 4 Plus. Ja. Damit wäre ich dann endlich auch am Ende. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Hinter diesem QR-Code findet sich die Seite, die auf die Partitur einfach als Beweis tatsächlich, da hat jemand in Lillipont eine komplette Partitur gemacht und ein Verlag hat diese veröffentlicht. Ja, und
Wenn Sie sonst noch Fragen dazu haben oder es genauer wissen wollen, ich habe ja die meisten Sachen nur angerissen, dann sprechen Sie mich gerne an. Herzlichen Dank, Peter. Gibt es Fragen? Can I ask in English? Yes. So, can you estimate what's the volume of the musical content and of the layout modifications in lines of code? Is it? Ah, okay. In lines of code, I would say I didn't measure it. I didn't really measure it, but so if you just look at the full score in the notes. I think I would say it's one part the modifications and two parts the notes. I hope this it's just a guess. Okay. But okay. And I would say if you have the piano reduction, it's a bit less because it's less stuff to to lay out. Thanks. Könnte ich fragen, wie umfangreich die Materialien insgesamt sind und wie, wenn Sie darüber Aussagen machen können, wie lange Sie daran gearbeitet haben? Also, es war ein Projekt über ein Jahr und in diesem würde ich grob sagen, danach kam der Klavierauszug, allerdings habe ich nicht nur diese Partitur in diesem Jahr bearbeitet. Und ich hatte ja das Glück, dass eben die vorhin erwähnte fleißige Seele in der Gemeinde mir die meisten Noten schon erfasst hat. Das, was ich am Ende erfassen musste, waren die Klaviernoten für den Klavierauszug. Und insofern war es ein Dritteljob über ein Jahr, sag ich mal so. Auch eine grobe Einschätzung. In Seiten kann man vielleicht. Der Umfang des ganzen Projekts in Seiten ungefähr? Achso, die Partitur, die hat, Moment, ich glaube 149, also rund 150 Seiten, genauso der Klavier, ist doch ein bisschen weniger als 150 Seiten. Und so 200 Seiten Aufführungsmaterial oder so etwas, oder weniger? Ja, etwa. Das könnte man so, das auf, genau, die Aufführungsmaterialien sind ja dann die Partitur, die Stimmauszüge und, naja gut, der Chorauszug für diese erste Aufführung, 250 Seiten etwa sagen. Ist eine Frage. Did you follow a particular order when applying the tweaks? So did you start with the slurs and then the beams or how did you do it? Yes and no. First, I did some layout modifications. I looked and said, "Oh, this slur doesn't fit. It's too tight." Maybe I should have a look at all those names and variables for the slur. I've seen something this morning and so I did all those corrections with the shape, all with the shape 2 command. Thank you, Yannick. And yes, I did. So I started with that, so to have it. And then in the first phase, I did line breaks. Because if you have the line breaks, you have a look. Oops. If you have the line breaks, you have a look on, you can see on each page how is it filled and how. And then again, slurs, beams, and dots or whatever, and that is a side-by-side reading to see, okay, this doesn't look, it's my visual impression of the side doesn't fit.
And of course, the publisher and the editor said, okay, we have to change something here. We have a wish. Of course, that did take a lot of input. Maybe two more questions. Hanwen. Also danke für diese Arbeit. Sieht sehr schön aus. Diese Einstellung und diese Gesamtexten, also werden viele Arbeiter haben, das zu sprechen. Gibt es systematische Fehler, wo man sagt, eigentlich sollte die Leute das von selber machen, die sie, oder war es ganz random? Ich weiß nicht, ob Lilipon wirklich was besser machen kann. Jannik hatte mal was gestartet, genau dieses Projekt, diese Silben etwas anders zu platzieren oder algorithmisch anders zu platzieren, wenn ich das richtig verstehe. Denn diese tatsächlich die Silben werden in der Voreinstellung immer mittig platziert und es gibt wohl, glaube ich, er sucht auch nach dem ersten Vokal, wenn ich das richtig sehe. Also jedenfalls war da mal sowas, das sowas mit. Gar nichts versucht. Das, ach, okay. Jetzt hat es immer drin. Auf jeden Fall, und die deutsche Sprache, ich meine, das betrifft alle Sprachen, aber auch die deutsche Sprache, die hat natürlich viele Wörter mit, wenn man dann eine kurze Silbe hat mit einem Sechzehntel und dann hat man plötzlich eine Silbe, da kommt Stimm. Da hat man dann zwei M und das ist dann einfach ein unheimlich breites grafisches Objekt und das soll auf diese Sechzehntel und danach kommt dann, es könnte vielleicht eine Stelle sein, also S-T-I-M ist relativ breit und dann kommt noch ein I und das ist ganz ein gutes Beispiel. Auf jeden Fall, wenn wir viele M oder Ws oder sowas in den Wörtern haben auf einer kurzen Silbe und danach kommt eine relativ lange Note, auf der ist dann nur noch ein I, dann wird es natürlich für Lilipont auch sehr schwierig. Und an dieser Stelle muss man häufig Kompromisse schließen, die Lilipont wahrscheinlich an der Stelle gar nicht machen kann. Das wirklich zu formulieren, ich glaube, dass Lilipont tatsächlich etwas besser machen könnte. Allerdings fällt es mir im Moment noch schwer, das wirklich zu formulieren. Ich habe das eben tatsächlich nach meinem optischen Eindruck entschieden dann. Thank you for your beautiful work. I was interested to ask two aesthetic questions. It seems like you've chosen this very modern sans serif font for the text, for the character names, for the figured base, but you've also used syllabic note setting for the lyrics. This seems like modern and old. Why not have either modern and a rhythmic meaning, or old and syllabic? Oh, first of all those layout questions were given by the editor and, of course, the publisher. And so that was not my decision. If I would have done that, I think I would have tried to use the Emmentaler font, except if I get too much pages after that. Yes. Nach der Anschlussfrage, ich habe zwischendurch mal die Partitur aufgerufen und sehe, dass es viele Umbrüche in der Partitur gibt mit dem Takt. Vermutlich war das auch eine editorische Entscheidung, die vom Verlag kam, oder was steckt da? Das wird sich wahrscheinlich auf den ersten Satz beziehen. Na, dass das als Beispiel aufrufbar ist. Ach so, ja. Ja, Verlag. Genau. Also die Beispiele, die hier in den Folien zu sehen sind, die sind an diese Folien irgendwie angepasst und was sich da an Modifikationen vorgenommen hat, das hat nicht die gleiche Sorgfalt. Nein, das ist der Verlag in Instanz gestellt hat. Ach so, okay. Tatsächlich ist das dann Seite 2 und 3, das heißt, das sind die Seiten links, rechts. Und das wurde so entschieden, einfach aus platzökonomischen Gründen. Dadurch spart man denn sonst die Entscheidung, wäre entweder, man hätte sich dann entscheiden müssen, entweder wären die Takte zu dicht geworden fürs Lesen oder eben zu weit und man hätte zu viel Papier verschwendet. Und wie geht der Stimmenausdruck damit um? Oder anders gefragt, wie ist das intern abgelegt? Sind das wie in anderen Softwares notwendigerweise zwei
Takte, die so gezählt werden, oder kann Lillipont das anders? In Lillipont ist es anders. In Lillipont hat man einen Takt, der geteilt werden soll. Man muss an der Stelle einen leeren Taktstrich einfügen, der kein, also eben nicht zu sehen ist, und an dieser Stelle umbrechen. Und an dieser Stelle fügt man tatsächlich nur einen Taktstrich, ein grafisches Objekt ein, was erlaubt, umzubrechen. Das ist alles. Das heißt, die Zählung, die bleibt beim Alten, die Zählung der Takte. Ja. Das heißt, man kann davon ohne Probleme auch die Stimmung erstellen oder auch Anpassungen machen. Nochmal bitte. Es geht ohne Anpassung dann für die Stimmung. Ja. Ja. Sehr gut, danke. Das ist. Ja, das heißt, damit wollte ich, das ist eben dieses Ziel, dieses Edition Engravers, nicht nur das Ziel, sondern eben die Anwendung an dieser Stelle, dass ich diese Umbrüche, die ich da in der Partitur vorgenommen habe, die sind im Stimmauszug gar nicht mehr zu sehen. Die sind, also die kommen da gar nicht vor. Das heißt, der Stimmauszug zieht sich das Notenmaterial und stellt es dar und hat seine eigene Sammlung von Zeilen und Zeichenumbrüchen.